Hallo Leute, hier ist Anne und heute reden wir mal nicht über Japan. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich nicht gerne über Japan rede. Ich meine, alle meine Videos handeln um Japan und auch unter meinen Freunden, meiner Familie und meinen Arbeitskollegen bin ich schon bekannt dafür, dass ich den ganzen Tag nur über Japan reden könnte, wenn ich wollte. Aber es ist auch so, dass Japan nicht das einzige Thema ist in meinem Leben, was mich beschäftigt. Es gibt einige Themen, über die ich schon immer mal gerne reden wollte, die mich in den letzten Monaten oder auch sogar schon in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben, aber wo ich bisher einfach nicht so richtig wusste, wie ich darüber reden soll oder wie ich diese Themen anschneiden soll. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht schon gemerkt, dass da seit einigen Monaten so ein kleiner Umschwung stattfindet und ich immer mal wieder versuche, andere Themen anzusprechen, die eben nicht Japan sind, und genau das möchte ich hier auch versuchen. Ich möchte einfach mal über Themen reden, über die ich ja sonst nicht so rede. Und dafür habe ich mir heute 4 Themen rausgesucht. Das sind 4 Themen, die mich in den letzten Monaten oder eben auch schon seit einigen Jahren ziemlich doll beschäftigen. Und bei manchen Themen habe ich endlich das Gefühl, ich möchte und ich kann darüber reden. Das war bisher noch nicht so der Fall. Aber fangen wir direkt an mit Thema Nummer 1. Achtsamkeit. Ich finde es ein bisschen schwierig, über dieses Thema zu reden. Achtsamkeit, Bewusstsein, Unterbewusstsein, bewusstes Leben, unbewusstes Leben. Persönlichkeitsentwicklung zählt für mich da auch noch ein bisschen mit rein. Es gibt so viel, was dazugehört und irgendwie gibt es aber für mich keinen Titel so richtig für dieses Thema. Aber sagen wir einfach mal, das Thema heißt Achtsamkeit. Was ich schwierig finde, wenn ich versuche darüber zu reden, ist, dass das Thema aktuell sehr viel thematisiert wird in den Medien, in den Social Media vor allen Dingen, und dass ich nicht so ganz weiß, wie ich das angehen soll, wenn ich darüber rede, weil es eben schon so viele Leute gibt, die das machen, und ich aber finde, dass es wenige Leute gibt, die das richtig, richtig gut machen. Achtsamkeit hat einfach so viele Facetten. Mit den Worten, man versucht sein Leben bewusst und achtsam zu leben, ist es eben nicht getan, weil damit kann man eigentlich nicht so viel anfangen, wenn man sich eben noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich kam das erste Mal damals in meinem Yogakurs mit diesem Thema in Berührung. Und ja, man kann sich natürlich vorstellen, beim Yoga geht es viel darum, eben darauf zu achten, wie fit ist der Körper heute, wie stark oder wie doll kann ich diese Übungen ausüben. Beim Yogakurs haben wir dann natürlich auch meditiert. Das war so der nächste Schritt, wo ich damit in Berührung kam. Dann habe ich mich sehr viel mit Meditation selbst beschäftigt. Und irgendwann ging das aber auch darin hinüber, dass man wirklich versucht, jeden Moment eines ganzen Tages bewusst und achtsam wahrzunehmen. Das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Denn wie oft driften unsere Gedanken ab? Irgendwann ging dieses Thema für mich aber auch in Persönlichkeitsentwicklung über, denn dadurch, dass man eben darauf achtet, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, wie entscheide ich mich eigentlich, was mache ich eigentlich, versucht man auch immer mehr, sich darüber Gedanken zu machen, wie will ich eigentlich sein, was für ein Mensch möchte ich sein und wie will ich meinen Tag gestalten. Das klingt für die meisten, die noch gar nichts damit zu tun hatten, wirklich immer etwas komisch, und mich würde einfach mal ganz brennend interessieren, ob es unter euch Leute gibt, die sich mit solchen Themen ein bisschen mehr auseinandersetzen und die das interessant finden. Und für alle, die jetzt ein bisschen Interesse an diesem Thema haben oder die eben nicht so richtig wissen, wie sie mit diesem Thema in Kontakt treten können, empfehle ich eine Challenge, die ich selbst aktuell mache, und zwar heißt die Mindset Reset, und die wird durchgeführt oder angeboten von Mel Robbins. Das ist eine amerikanische Anwältin, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, ich bin irgendwie zufällig darüber gestolpert. Und sie macht ein kostenloses Programm, bei dem sie jeden Tag einen kleinen Livestream macht, wo sie eben Stück für Stück kleine Übungen erklärt, mit denen man seinen Blickwinkel, also sein Mindset, seine Gedanken verändern kann. Da geht es zum Beispiel darum, einfach mal die Gedanken zu beobachten, zu gucken, wann entstehen eigentlich diese negativen Gedanken, die man oft auch hat, und ja, zu versuchen, diese in positive Gedanken umzuwandeln. Also ich bin selbst noch gespannt, was da alles kommen wird. Das weiß ich ja natürlich selber auch nicht. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox für alle, die da Interesse haben. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde die Themen, die bisher behandelt wurden, super interessant. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich die Art und Weise, wie Mel Robbins das manchmal erklärt,
ein bisschen nicht so passend für mich finde. Also die Themen, die sie behandelt, sind wirklich richtig gut, aber die Art und Weise, wie sie versucht, das rüberzubringen, ist nicht unbedingt mein Geschmack. Trotzdem ist es aber sehr, sehr gut und hilft. Also wer da Interesse hat, kann ich nur empfehlen. Das zweite Thema, über das ich reden möchte, hängt eigentlich fast schon sehr stark mit dem ersten Thema zusammen. Und zwar ist das zweite Thema intuitives Essen. Seit ungefähr einem Jahr, etwas mehr jetzt sogar schon, folge ich der Ärztin Mareike Awe, die zusammen mit ihrem Partner, der auch Arzt ist, das Unternehmen Intuit gegründet hat. Ich bin zufällig über Instagram, glaube ich, damals darauf gestoßen, was die beiden machen und fand es einfach super inspirierend, denn ja, wie viele Gedanken machen wir uns eigentlich auch ums Essen und ums Abnehmen? Und bei dem intuitiven Essen geht es eben genau darum, keine Diäten mehr zu machen und nicht mehr, ja, sich sagen zu lassen, was man essen soll, sondern eben auf seinen Körper zu hören und von dem Körper sich sagen zu lassen, was er essen möchte, was er braucht und was einem gut tun würde. Und ich fand diesen Ansatz total interessant, weil ich mich auch schon früher immer sehr viel mit Essen und dem richtigen, gesunden Ernähren beschäftigt habe, aber immer das Gefühl hatte, dass es eigentlich doch sehr individuell ist und keine universelle Meinung gibt, das ist die richtige Ernährung. Mareike macht auch sehr regelmäßig einen Podcast, wo sie eben über Themen redet, die mit dem Ganzen ja in Verbindung stehen, was da drumherum so dazugehört. Und da ist natürlich auch sehr viel positives Denken dabei und ja, sehr viel Mindset, Blickwinkel, Wandlung, würde ich behaupten. Neben dem kostenlosen Podcast gibt es auch ein Intuit-Programm, das man machen kann. Das habe ich selbst auch noch nicht gemacht, aber trotzdem hat mir dieses eine Jahr, in dem ich immer mal wieder den Podcast höre und eben Mareike und die ganze Intuit-Sache verfolge, schon sehr viel Positives gebracht. Und ich habe das Gefühl, dass ich viel freier bin, weil ich mir nicht mehr so viele Gedanken über das Essen mache. Und ich habe dafür bisher noch keinen Cent bezahlt. Also auch das kann ich nur empfehlen, da einfach mal reinzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Und das soll jetzt hier einfach alles keine Werbung für andere Leute werden. Das ist einfach nur, dass ich euch teilen möchte, was ja, mich eben so bewegt. Und da ich es selbst noch nicht schaffen werde, Leute zu inspirieren, ihren Denken so sehr zu verändern, möchte ich euch eben Leute zeigen, die das ganz einfach mit euch machen können. Das ist so ein bisschen meine Intention mit den ersten beiden Themen gewesen. Und jetzt kommen noch zwei Themen, die haben ein bisschen weniger mit Achtsamkeit zu tun, sondern mehr mit Technik. Und zwar ist das dritte Thema Sonnenaufgangswecker und Tageslichtlampen. Im Winter ist es ja immer dunkel und auch wenn man aufwacht, ist es irgendwie dunkel. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich besser und natürlicher aufwachen kann und besser und natürlicher ja, den Tag durchleben kann, auch wenn man die ganze Zeit drin ist. Reden wir erstmal über Tageslichtlampen. Ich selbst habe mir noch keine Tageslichtlampe gekauft, finde dieses Thema aber super spannend, weil die Tageslichtlampen nämlich eine so hohe Helligkeit haben, dass sie eben wie Sonnenlicht auf einen wirken und man Vitamin D produziert im Winter. Das finde ich total krass und wenn die nicht so teuer wären, hätte ich mir wahrscheinlich schon längst eine gekauft. Aber ich habe jetzt schon von so vielen Leuten gehört, dass sie super positiv davon berichten können, wenn sie eben so eine Tageslichtlampe haben und sich einige Zeit am Tag dieser Tageslichtlampe aussetzen, weil Vitamin D ist dafür verantwortlich, dass wir im Winter manchmal etwas depressiver sind, als wir es vielleicht sein müssten. Und ich versuche schon noch recht häufig ins Sonnenlicht irgendwie rauszugehen im Winter. Ja, meistens reichen ja eigentlich pro Tag auch schon so 15 Minuten. Das Problem ist nur, wenn es eben grau und wolkig ist, wie das manchmal so ist. Also ich gucke gerade die ganze Zeit aus dem Fenster, während ich das sage. Dann ist das ein bisschen schwieriger. Und deswegen finde ich das Konzept von Tageslichtlampen total cool. Und gerade was das Aufwachen betrifft, bin ich total angetan von Sonnenaufgangsweckern. Das ist so ein langes Wort. Also Wecker, die dich mit Licht wecken und nicht einfach nur mit einem schrillen Piepen oder irgendeiner Melodie oder so. Selbst das kann einen ja manchmal total aus dem Schlaf reißen. Sondern das sind Wecker, die in 20 oder 30 Minuten, je nach Wecker, einen Sonnenaufgang simulieren und eben einen mit diesem Sonnenaufgang wecken. Da gibt es sehr viele verschiedene, sehr recht günstige, aber auch sehr teure. Und ich hatte mir einen bestellt jetzt schon, der irgendwo in der Mitte lag. Aber ich war nicht ganz mit dem zufrieden. Was mich an dem Wecker gestört hat, war einmal, dass die Uhrzeitanzeige in der Nacht sehr hell geleuchtet hat
Und das, ja, fand ich halt irgendwie nicht so cool, weil dann hatte man eben doch Licht nachts, was man ja dann eigentlich nicht haben möchte. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof und die konnte man auch nicht dunkler machen oder so. Und was mich an dem Wecker auch gestört hat, war, dass der Sonnenaufgang immer nur in 10% Schritten heller wurde und kein fließender Übergang war. Und eben auch die ersten 10% relativ abrupt beginnen dadurch. Also von dunkel zu 10%. Und man denkt jetzt erstmal, man ist ja nicht so viel. Aber ich habe das einfach mal beobachtet, weil ich einmal vor meinem Wecker sogar noch wach war. Und habe dann doch gemerkt, dass das schon immer noch ein harter Cut so vom Licht her ist. Und habe mich dann entschieden, den erstmal zurückzuschicken und überlege gerade, ja, was ich mir jetzt für einen kaufe und ob ich denn ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben möchte oder ob ich doch nochmal einen in der mittleren Preisklasse mir aussuche. Aber auf jeden Fall, das Konzept an sich fand ich super gut. Also die Tage, das war jetzt ungefähr so eine Woche, wo ich den hatte, wo ich das ausprobiert habe, habe ich auch gemerkt, dass es trotz diesen 10% Schritten immer noch super ja, entspannt war, damit aufzuwachen, weil man eben durch Licht wach wurde und durch relativ sanftes Licht noch und eben nicht einfach durch irgendeinen Weckton oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass das für den Körper viel natürlicher ist und dass ich wirklich auch viel, ja, mit mehr Energie in den Tag gestartet habe. Also das kam mir jedenfalls so vor. Aber ich bin gespannt, wenn ich mir jetzt nochmal einkaufe, wo das eben wirklich richtig ein flüssiger Sonnenaufgangsübergang ist sozusagen, ob das dann noch viel besser wird. Und das vierte Thema, über das ich mit euch reden möchte, ist Amazon Alexa. Ich habe nämlich zu Weihnachten eine Alexa Echo bekommen und eigentlich habe ich mir... Um ein neues Amazon Echo zu kaufen, sag bestell das neue Echo oder gehe auf Amazon. Alexa, stopp! Okay, ich sollte dieses Wort nicht zu viel sagen. Und eigentlich habe ich mir den Echo nur gewünscht, weil ich eben damit Musik hören wollte. Also ich nutze sehr viel Amazon Music. Ich habe auch die App auf meinem Handy und habe halt da immer sehr viel Musik gehört, weil ich die Auswahl super gut finde. Und habe mir gedacht, mit dem Echo kann ich eben, weil er ja die integrierte Musikbox hat, einfach Musik wiedergeben lassen, ohne dass ich mir jetzt noch irgendwie eine andere Lösung überlegen muss. Und mittlerweile benutze ich den Echo aber auch für sehr viele andere Sachen. Ich lasse mir morgens sagen, wie das Wetter ist. Ich benutze den Timer zum Kochen ganz oft. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Amazon Alexa Einkaufsliste mit meiner Einkaufsliste auf meinem Handy synchronisieren kann. Super praktisch, weil man einfach sagen kann, ja, schreibe das und das auf die Einkaufsliste und wenn ich dann eben im Supermarkt bin, habe ich das direkt auf meinem Handy. Dann nutze ich einen Skill, der heißt Smart Relax, glaube ich. Da kann man sich geführte Meditationen geben lassen, Cooldowns machen oder einfach Entspannungsübungen. Das finde ich auch total krass, weil dann braucht man eben nicht noch irgendwie ein anderes Abo oder das übers Handy machen lassen, sondern man kann einfach sagen, öffne Smart Relax und dann ja, wird man auch gefragt, ob man 10, 15 oder 20 Minuten Zeit hat. Also das ist total cool, dass es da so viele Möglichkeiten gibt und es gibt noch so viel mehr Skills, die Alexa kann. Und ich bin gespannt, was ich dann noch so herausfinde. Wenn ihr auch eine Alexa habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Skills ihr super gerne benutzt und welche Skills ihr gut findet. Achso, und ich lasse mir von Alexa immer sagen, um 21.30 Uhr, dass ich doch demnächst vielleicht ins Bett gehen sollte. Weil manchmal gibt es Abende, an denen ich einfach nicht realisiere, wie spät es dann doch schon ist. Wobei ich sagen muss, dass es die ersten Male ein bisschen erschreckend war, wenn ich halt nicht auf die Zeit geachtet habe und auf einmal Alexa losgeredet hat, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Dachte ich so, hä, was? Ah, und dann, ach ja, ich sollte ins Bett gehen. Ich finde auf jeden Fall, dass es eine coole technische Spielerei ist. Ich habe sehr viel Spaß bisher damit und hoffe, Alexa noch viel mehr kennenzulernen. Ja, und das waren sie. Meine vier Themen, über die ich heute mit euch reden wollte, die mal überhaupt nicht Japan waren. Wenn euch irgendein Thema davon interessiert oder ihr irgendwas dazu sagen wollt, irgendwas mir dazu empfehlen könnt, dann schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt, wie diese Themen bei euch ankommen und wie dieses ganze Video bei euch ankommt. Es ist einfach mal was komplett anderes. Aber ich hatte das Bedürfnis, gerade bei dem Thema Achtsamkeit, einfach endlich mal darüber zu reden, weil gerade bei dem Thema Achtsamkeit ist es so, dass ich mich schon seit mindestens 4 Jahren mittlerweile damit beschäftige und schon recht lange das Bedürfnis hatte, irgendwie dieses ganze Wissen
mit anderen Leuten zu teilen, weil es eben auch so einfach sein kann, positiv und glücklich zu sein. Und ja, ich hatte halt dieses Bedürfnis, das mit anderen Leuten zu teilen, aber irgendwie wusste ich bisher nicht so richtig wie. Und dieses Video sollte unter anderem eben einfach mal ein kleiner Einstieg für mich sein, da einen Anfang zu finden. Ich hoffe, das habe ich irgendwie geschafft und ein paar interessiert das und ein paar habe ich erreicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt und euch das angehört habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!